So. Ja. Ein Tellerstapel. Hier ist mein Revier, Herrschaften. Smutier. Ahoi, ahoi, werte Gäste. Wie kann ich Ihnen ein Dienstbasten sein? Suche Zerstreuung. Und dafür existiert kein geeigneterer Platz als ein Unterseeboot, mein Herr. Was darf es denn sein? Klatsch und Ratsch. Geräte? Ja, da wird es leider schwierig. Vor allem, da ich die Leute hier nicht einmal verstehe. Und auf einem Boot, auf dem nicht einmal der wirkliche Name des Kapitäns bekannt ist, herrscht auch keine ausgeprägte Klatschatmosphäre. Ach, wie schade. So einfach Details über die Schwächen der anderen sind immer sehr amüsant. Boah, schauen Sie nicht so betrübt, Teuerste. Ich will das wenige gern zusammentragen, das ich weiß. Der Hauptmaschinist sucht schon seit Wochen verzweifelt in einem kleinen, enervierenden Leck. Ein Matrose der Wache ist vollkommen verrückt nach meiner preisgekrönten Fischsuppe. Ich kann ihn verstehen. Außerdem wird hier an Bord das Kartenspiel gepflegt. Da lässt sich gut die Heuer aufbessern. Oh, verdammt, viel zu viele Quests. So etwas nennt der Klatsch. Pah, mein Pferd lebt interessanter. Verzeihung, mein Herr. Wir sind nur ein kleines Boot, keine große Stadt. Aber das müssen wir betätigen. Sehen Sie sich doch auf dem Boot um. Hin und wieder tauchen wir auf, dann lohnt es sich immer, einmal die Angel auszuwerfen und den Fisch nachzustellen. Außerdem könnte ich jemanden brauchen, der mir beim Abwasch hilft. Au, Alter, sind das viele Aufgaben. Rückorten, Karl, oder was? Eher verzweifelt, mein Herr. Ich würde mich natürlich auch gern erkenntlich zeigen. Eine Belohnung? So ist es. Schaffen Sie mir diesen Tellerstapel vom Hals. Und es soll Ihr Schaden nicht sein. Ach, nichts. Kenne ihn doch. Nicht, mein Herr. Sehr unwahr. Ach, ich bin schon so lange hier unten, dass ich beinahe diese Sache vergessen hätte. Sie meinen gewiss einen meiner zahlreichen Zwillingsbrüder. Die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Denn seit ich den Kapitän getroffen habe, gebe ich mich ganz der Herausforderung hin, eine florierende submarine Wirtschaft zu führen. In Vertrauen. Die letzten Abenteuer warten in der Gastronomie. Und irgendwann lerne ich auch noch diese Bordsprache. Und wie verständigen Sie sich mit Ihren Gästen, Herr Koch? Was darf es sein? Döbebe. Hä? Aber natürlich, komm sofort. Wo bekommt's? Auf die Seite geht das eigentlich den ganzen Tag. Empfehle mich. Das sieht aus wie etwas, das normalerweise unter dunklen Felsen lebt. Na, Sie wollen mir wirklich beim Abwasch helfen? Voll fein, in der Schule ist alles, was die, die Teller zu säubern. Du nimmst dir die Teller und freust dich schon auf die anstehende Hausarbeit. Hä? Tu einfach, was man dir sagt, Schatz. Hallo, was am Marsch, Wartrappe voll. Ja, sehen Sie, Herrschaften, das ist einer dieser Gründe, die mich am Abwasch hindern. Der Hahn ist defekt. Das sagt er erst jetzt, Kerl! Sonst hätten Sie sich doch kaum auf dich eingelassen, werte Herr. Von Seiten der Logik ist da nichts zu beanstanden. Oh Gott, das muss ich auch noch an der Sache machen lassen. Waschen Sie erst einmal alles gründlichst ab. Dann dürfen Sie vielleicht sogar in den Kessel. Oh Gott, ist das viel zu tun. Ach, hier sind anscheinend die Mannschaftsdinger, halt Schlafdinger. Hoho! Eine fabelhafte Muskenschale. Ich könnte Ihnen Geschichten über diese Art erzählen, da würden Sie... Kommt da nun drin vor! Sie würden sich langweilen. Ich sehe es ein. Die Maschine will sich alle zanken. Dieses Bett riecht. Ja, schön, ne? Natürlich riecht das Bett. Der Besitzer fährt wohl schon lang genug zur See, um seine Erfahrungen gemacht zu haben. Die Seekiste ist fest verschlossen. Und das wird bestimmt auch bei den anderen der Fall sein. Hallo. Ah, Gäste an Bord. Wie man hier sagt. Hä? Was fliegt er da für Kauderwelsch in seine Rede ein? Verstehe ja kein Wort. Das ist unsere Bordsprache, Sahib. Der Kapitän hat uns aus allen Winkeln des Indischen Ozeans zusammengesammelt. Wir haben dann schnell einen Sprachmischmasch entwickelt, um uns gegenseitig zu verständigen. Nur fürchte ich, für Außenstehende ist es unmöglich zu verstehen. Wir haben die nötige Zeit und das Interesse, diese Sprache zu lernen, guter Mann. Ach ja?
Aber natürlich, also Herr Seemann, bringen Sie uns schnellstens die Bordsprache der Nautilus bei. Genau, Nautilus ist ja das Schiff. Er ist U-Boot. Nicht so eilig, Sahib. Nicht so eilig. Ihr müsst wissen, dass ich der Einzige an Bord bin, der sie euch lehren könnte. Da bin ich nur so unbegieriger, von Ihnen zu lernen. Drum, auf! Ich glaube, der Herr möchte uns einen Handel verschlagen, Herr Professor. Sie wollen etwas derart Heeres, wir wissen, mit einem so schnöden wie Geld aufwiegen. Geld? Ah, ich? Aber nein, mein Interesse gilt an sich und an einen Rubin. Um genau zu sein, einen ganz bestimmten Rubin. Sollten sich tatsächlich darauf sinnen, mit unserer Hilfe einen plumpen Edelstein. Der Handel ist ganz einfach. Mein Herz verzehrt sich schon seit langem nach einem herrlichen runden Edelstein hier an Bord. Doch ein ungnädiges Schicksal hat ihn mir bisher verwehrt. Bringt mir den Rubin und ich lehre euch die Geheimnisse unserer Bordsprache. Machen wir es einfach mal. Naja, schlag ein! Wundervoll, aber lasst euch dabei lieber nicht erwischen. Hier an Bord geht es zuweilen recht streng zu. Worauf haben wir uns dann nur wieder eingelassen? Na, ich muss erst alles trinken, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und fällt euch eigentlich auf, dass die Musik Under the Sea aus Nemo ist? Little Nemo, wollte ich schon sagen. Na, ich halte mal hier kurz durch. Das reicht schon so. Gut. Und er bleibt es stehen, ne? Naja. Naja. Der Besitzer, bla bla bla. Na gut. Wo ist denn der Rubin? Wahrscheinlich in der Schatzkammer, ne? Denke ich mir mal. Ja. Wie komme ich jetzt an den Rubin? Da brauche ich bestimmt irgendein Item noch dazu. Denke ich mir mal. Das Kapitänskajüte. Da. Gehen wir mal hier rein. Was auch mal das irgendein Tauchzeugs. Du findest Balsamöl. Die Schrankfläche sind leer, sonst nichts. Na gut. Bruch. Ein massiver Taucherhelm, wie ihr inzwischen selbst schon benutzt habt. Ja, ich erinnere mich. Hier werden ein paar schwere Taucheranzüge verwahrt. Na, so etwas kennen wir inzwischen auch. Ach, wie die Wunder von Mars und Venus gesehen haben. Ach, wer die Wunder von Mars und Venus gesehen hat, ist nun noch schwer zu beeindrucken. Aha. Seht nur, Schatz, was für ein riesenhafter Geselle. Tier mit eingebautem Bunker. Gefällt. Haha. Ja, Magwitz. Frage mich ernsthaft, wer in einem Raum mit diesen Fischen fangen will. Du bist einfach nur erstaunlich, Schatz. Haha. Lampe. Lampe, noch mehr Zeugs. Der Schrank enthält ein paar Bleisohlen, Sichtfenster, Austauschglasscheiben und eine Harpune des Modells Transpicker oder wo immer. Naja, ein unversichtbares Artefakt submarinischen Treibens. Was ist denn das? Keine Ahnung. Das ist ein Fisch. Ein Prachtexemplar eines Tunus Tinus. Keine Ahnung, was das heißen soll. Du kannst dir eine Tasse voller Wasser holen und du tust es auch. Und was soll das bringen? Kann ich jetzt aufwaschen oder was? Muss ich einmal zu irgendeinem Herdappen dafür? Oder wie stellt er sich das jetzt vor? Mal ausprobieren. Aha. Wasser eingefüllt. Tölle Nummer 1 gesäubert. Hoho. Hausbruch ist eine ernste Angelegenheit, Herr Professor. Sehen Sie, es muss auf das Gründlichste. Tölle Nummer 2 gesäubert. Hui, da kommt er. Geben Sie bloß her, sonst passiert noch was. Und damit ist auch der dritte Teller sauer. Fein bezogen! Schmutz tritt auf ganz erledigt den Rückzug an! Ein paar Einwürfen der Karpaten, das nenne ich eine schnelle Arbeit. Also dann gebe ich euch das Rezept einer phänomenalen Fischsuppe. Probiert euch ruhig am Kessel aus. Möchtest du die Rezepte lesen? Tränke brauen nichts. Rezepte lesen. Düfte, Säfte, Alchemie. Hier ist wirklich jeder Trank enthalten. Und Salbe, ach so, nach früher.
eine Kuh. Fischsuppe. Fischsuppe, basisch gesund und delikat. 3 frische Fische, eine Tasse Salz, also eine Portion Geduld.